Bevor ich Sie jetzt mit einem Kolonie von Zahlen zum Thema Haushaltseinbringungen überfrachte, beginne ich mit dem anderen Punkt zum Bericht des Oberbürgermeisters. Wie Sie vielleicht entnommen haben, waren wir von Montag bis gestern Abend in einer kleinen Delegation anlässlich des 55-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft in St. Petersburg gewesen und haben das verbunden mit auch 800 Jahre Dresdner Kreuzchor, der mit 40 jungen Leuten in St. Petersburg vertreten war. Ich kann berichten, es war von außerordentlicher freundschaftlichen Empfang und auch sehr, sehr guten Gesprächen geprägt gewesen. Der Gouverneur, Herr Poloschenko, hat sich sehr viel Zeit für die Gespräche genommen, was ein gutes Zeichen ist. Und mir wurde das in den Gesprächen erstmal so richtig bewusst, sehr dann auch die Wertschätzung war. Denn Sie können mal raten, wie viele Partnerstädte St. Petersburg hat. 95. Und wenn dann die Botschaft kam, Dresden gehört zu den fünf wichtigsten Partnerstädten, dann ist das eine hohe Wertschätzung für uns. Wenn man immer wieder bedenkt, dass, wenn man mit St. Petersburg spricht, der Faktor 10 die Kommune größer ist, als wir das sind. Und immerhin, manchmal vielleicht den ein oder anderen nicht bewusst, St. Petersburg damit drittgrößte europäische Stadt ist. Und von der Seite freue ich mich sehr, dass noch dieses Jahr, November, Anfang Dezember, eine Delegation nach Dresden kommen wird und der Gouverneur selber seine Reise für Frühjahr nächsten Jahres in Aussicht gestellt hat. Wir haben über verschiedene Thematiken gesprochen, die gerade in dem Bereich der Kommunalwirtschaft spannend sind, von Wasser- und Abwasserwirtschaft, über den auch in St. Petersburg wieder geplanten Ausbau von Straßenbahn im Sinne von Stadtbahn. Und ich glaube, da haben wir gute Basis, miteinander in Gespräche einzutreten. Das Thema Verkehrssteuerung als ein ganz wichtiges, Einführung und Intensivierung der Elektromobilität. Ganz wesentlich war aber für mich Grund, auch jetzt in jüngerer Zeit, verschiedenste auch Partnerstädte Besuche abzustatten oder zumindest in meine Planung aufzunehmen. Wir wollen 2025 Kulturhauptstadt Europas werden und wir wollen tatsächlich den europäischen Gedanken da ganz stark in den Mittelpunkt stellen. Dazu gehört für uns auch unsere Partnerstädte in unser Bewerbungskonzept und in unsere Vorbereitung intensiv mit einzubeziehen. Das ist jedes Mal Gegenstand der Gespräche und kann sagen, da sind wir weit, weit offene Türen in St. Petersburg eingelaufen. Es wird jetzt schon im November, Dezember auch Gruppen geben von Solisten, die nach Dresden kommen, einer Theatergruppe. Es wird weitere Austausche geben und ich glaube, da sind wir wirklich zwei Kulturstädte, die da auf wunderbare Art und Weise verbunden sind. Und erhoffe mir auch für unsere Stadt eine Reihe von Impulsen, die wir damit einpflegen können. Ein weiterer Punkt bei den Gesprächen ist die Vorbereitung einer deutlichen Intensivierung eines Schüleraustausches. Und das konzentriere ich mich im Wesentlichen auf die Oberschule, um auch das Thema Oberschule zu stärken. Wir hatten Besuch einer Schule mit erweiterten Deutschunterricht. Davon gibt es in St. Petersburg einige. Und das Interesse auch von der Petersburger Administration, so einen Schüleraustausch stark zu unterstützen, ist sehr stark. Von der Schulleitung und von den Schülern wurde das entsprechend auch nochmal vorgetragen. Insoweit hoffe ich, dass wir da im nächsten Jahr deutlich durchstarten können. Wir haben eine Präsentation vor Touristikern vorgenommen, war sehr angetan gewesen. Circa 150 Verantwortliche aus der russischen Tourismuswirtschaft sind unserer Einladung gefolgt. Das ist enorm hohe Anzahl und zeigt das hohe Potenzial des Tourismus ist auch weiterhin aus Russland nach Dresden und das starke Interesse. Das war für uns dann auch Basis gewesen für Gespräche mit den Kollegen vom Flughafen. Beide Flughäfen, sowohl die Mitteldeutsche Flughafen AG wie Pulkowa in St. Petersburg, sind bereit, eine Fluglinie zwischen beiden Städten als ein wichtiges Ziel und strategisch zu unterstützen. Und es gab die ganz klare Botschaft auch von seitens sowohl des Flughafens wie der Administration St. Petersburgs, gibt eine strategische Liste, die als Flugziele spannend und interessant sind,
und mit einer besonderen Förderung durch St. Petersburg versehen werden. Dresden ist eine der Städte, die da draufsteht. Das ist für uns erstmal eine gute Grundlage. Jetzt gilt es in der Folge, die Gespräche weiter fortzuführen mit den Airlines, dass wir auch zügig dann tatsächlich in eine Umsetzung kommen können. Offen gesprochen, emotionaler Höhepunkt war Dienstagabend gewesen. Ein Konzert des Dresdner Kreuzchors in einer zur Verfügung gestellten Kapelle, die 1000 Plätze fasst. Sie war brechend voll, die Leute standen und sie standen dann auch zu ständigen Ovations am Ende. Die St. Petersburger sagen, ihre Leute sind ausgesprochen auch kulturkritisch. Sie sind alle bis zum Ende geblieben. Sie waren emotional tief angetan gewesen von der Qualität unseres Chores. Und ich glaube, wir haben damit einen wunderbaren Botschafter für unsere Stadt gehabt. Und das hat auch nochmal den letzten Ausschlag gegeben, dass der Komiteevorsitzende der Außenbeziehungen, also wie Staatssekretär, am Ende zu mir dann sagte, ich schreibe Ihnen jetzt die ganzen Punkte nieder, die wir miteinander vereinbart haben, gucken Sie nochmal drüber und dann ist das alles vereinbart und das setzen wir dann in der nächsten Zeit um. Das war wirklich ein sehr, in meinen Augen, sehr guter Auftritt gewesen. Ich habe viele Besuche in den letzten Jahren gemacht, einen so erfolgreichen wie diesen eher selten. Insofern freue ich mich, dass wir da die Partnerschaft mit St. Petersburg fortsetzen können und vielleicht noch viel mehr intensivieren können, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und das ist auch Ziel, mit den anderen Partnerstädten in weiterer Zukunft umzusetzen. Das vorneweg. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des heutigen Tages, zur Einbringung des Haushaltes für die nächsten beiden Jahre. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, verehrte Gäste, dies ist für mich heute ein besonderer Tag. Vor fast genau einem Jahr, damals im Genemuseum, durfte ich die Amtskette entgegennehmen und zum ersten Mal als Oberbürgermeister zu Ihnen sprechen. Heute lege ich Ihnen meinen ersten Haushaltsentwurf für die Jahre 2017 und 2018 vor. Diese 1597 Seiten, die wir in der Verwaltung gemeinsam erstellt haben, kann nun von Ihnen intensiv gelesen, kritisch geprüft und selbstverständlich auch geändert werden. Gestatten Sie mir einige Vorbemerkungen, ehe ich einige der wesentlichen Eckdaten des Haushaltsentwurfs vorstelle. Mir war es wichtig, dass jeder meiner Beigeordneten selber Prioritäten in seinem Geschäftsbereich setzen kann, wie er oder sie es fachlich für richtig hält. Sicherlich spielen dabei auch meine 14 Jahre Erfahrung selber als Beigeordneter eine ausschlaggebende Rolle. Genauso soll diese tatsächlich gelebte Budgethoheit der Ressorts auch die inhaltliche Verbindung zu Ihnen, den gewählten Vertretern der Bürgerschaft, stärken und festigen. Natürlich hat jeder Einzelne von uns, und da meine ich wir alle Beigeordneten und Oberbürgermeister, die wir hier oben sitzen, wesentlich mehr Wünsche gehabt, als sich in diesem Haushalt wiederfinden. Das aber ist die Normalität. Alles andere wäre auch höchst verwunderlich. Und so kann ich nicht jeder Fachbereich sofort alles in der Form umsetzen, wie es wünschens- oder erstrebenswert wäre. Doch Fakt ist, dass jeder Geschäftsbereich in diesem Doppelhaushalt über ein teilweise erheblich höheres Budget verfügt als noch in den Vorjahren. Bei allen notwendigen politischen Debatten, die wir gemeinsam in den kommenden Wochen und Monaten führen werden, sollten wir deshalb eines nicht vergessen. Dresden geht es finanziell entsprechend verhältnismäßig gut. Ob dies auch in den nächsten Jahren so bleibt, liegt nicht zuletzt an der konjunkturellen Lage und an den Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Haushaltsvolumen wird in den kommenden beiden Jahren nochmals zunehmen, sodass es 2017 rund 1,5 Milliarden Euro und im Jahr 2018 sogar 1,6 Milliarden Euro umfassen wird. Lassen Sie diese Zahlen noch einmal kurz auf sich wirken. Wir entscheiden in den kommenden Wochen über mehr als 3 Milliarden Euro.
Woher kommt das Geld überhaupt? Im Jahr 2017 planen wir mit rund 547 Millionen Euro an Steuereinnahmen und 373 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen. Im Jahr 2018 werden diese Zahlen jeweils um rund 30 Millionen Euro steigen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass wir auf unserer Einnahmeseite weiter wachsen und dass unsere Steuerkraft ebenfalls kontinuierlich zunimmt. Die Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen ist stabil. Dies zeigt, dass der Standort Dresden eine gesunde Wirtschaft vorweisen kann. Die gute Konjunkturlage und ehrlich gesagt auch die Wirkungen der kalten Progression bei der Einkommenssteuer lassen die Einnahmen für uns als Stadt in den kommenden Jahren um jeweils rund 6% pro Jahr ansteigen. Was werden wir nun mit diesem Geld machen? In meiner Antrittsrede vor einem Jahr habe ich drei Grundpfeiler für eine wachsende und lebenswerte Stadt formuliert. Die Schuldenfreiheit, eine wachsende Wirtschaft und Bildung. Selbstverständlich spiegelt dies auch in der Prioritätensetzung für diesen Haushaltsentwurf wider. Mit diesem Haushalt erhalten wir uns die Schuldenfreiheit unserer Stadt. Auch, was noch wichtiger ist, mit der mittelfristigen Finanzplanung und damit unserer Unabhängigkeit. Ein Blick in die fiskalische Zukunft zeigt, dass wir weiter um diese Schuldenfreiheit werden ringen müssen. Unsere hohen Investitionen bedeuten, dass wir unsere Rücklagen, also unsere städtischen Ersparnisse, bis Ende 2018 vollständig aufgebraucht haben werden. Hier ist für uns alle also Vorsicht bei weitreichenden Entscheidungen geboten. Ich hoffe sehr, dass Sie uns in dem Ziel, die Schuldenfreiheit zu erhalten, weiter unterstützen werden. Wir sind es den Generationen schuldig, für die wir heute Kitas und Schulen bauen. Und damit sind wir bei der Investitionstätigkeit der kommenden Jahre, die wir mit diesem Haushalt beschließen werden. Mit dem kommenden Doppelhaushalt erreichen wir einen neuen Rekord. So haben wir Gesamtinvestitionen von rund 244,1 Millionen Euro in 2017 und 283,7 Millionen Euro in 2018 geplant. Auf die Sicht bis 2021 haben wir Investitionsausgaben von insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro geplant. Diese Ausgaben werden wie bereits in den Jahren zuvor zum allergrößten Teil in die städtische Bildungsinfrastruktur fließen. Allein fast 240 Millionen Euro werden in den kommenden beiden Jahren im Schulausbau sein. Mit der Mittelfristplanung stehen für diese Aufgaben mehr als eine halbe Milliarde Euro, nämlich 525 Millionen Euro, zur Verfügung. Das ist auch richtig so und ich glaube, darauf können wir sehr stolz sein. Hinzu kommen weiter rund 50 Millionen Euro für den Bau und die Sanierung unserer Kindertagesstätten in 2017 und 2018. An dieser Stelle sei auch klar und deutlich gesagt, wir werden als Landeshauptstadt den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllen. Heute und auch für die Kinder, die heute noch nicht einmal gezeugt sind. An dieser Stelle passt wohl ein Zitat eines ehemaligen sozialdemokratischen Kanzlers, basta. Dieses hohe Investitionsniveau wird natürlich auch zu großen Teilen vom Förderprogramm Brücken in die Zukunft des Freistaates Sachsen vervollständigt. Dabei werden die auf unsere Stadt entfallenen rund 140 Millionen Euro Fördermittel in den Jahren 2016 bis 2019 ausschließlich für Kitas und Schulen verwendet. Auch hier hatten wir uns auf unsere Bildungsprioritäten konzentriert. Dies will sicherlich auch als ein klares Signal in Richtung Freistaat verstanden wissen. Unsere Anstrengungen und vor allem unser Bedarf zum Erhalt und zum Ausbau der Bildungsinfrastruktur werden weiterhin eine langfristige Förderung durch das Land bedürfen. Ich denke, wir sind uns einig, dass der Ausbau der Bildungsinfrastruktur in einer wachsenden Stadt wie Dresden noch lange nicht abgeschlossen ist. So werden wir neben den Schulhausbauprojekten aus dem Förderprogramm Brücken in die Zukunft
die Sanierung der 44. Grundschule, die Erweiterung der 84. Grundschule, die Sanierung des Schulgebäudes und der Turnhalle der 88. Grundschule, die Sanierung der 92. Grundschule, der Neubau der Sporthalle der 30. Oberschule, die Sanierung der 88. Mittelschule, der Mittelschule Weisig, die Gesamtsanierung des Bertolt-Brecht-Gymnasiums sowie des Gymnasiums Kotter, um nur einige zu nennen, in Angriff nehmen. Daneben werden allein 10 Kita-Standorte einer Gesamtsanierung unterworfen bzw. als Ersatzneubau verbessert und damit die Kapazität erweitert. In den kommenden beiden Jahren werden aber auch zahlreiche Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen enthalten sein. Dazu gehört zum Beispiel die Sanierung der Hochwasserschäden an der Augustusbrücke, die wir nach den dazu notwendigen Planungs- und Genehmigungsvorläufen nun endlich beginnen können. Auch hier werden sowohl Hochwasserfördermittel wie auch Fachfördermittel des Straßenbaus unsere Eigenmittel ergänzen. Wir werden im Bereich des Straßen- und Tiefbaus rund 92 Millionen Euro ausgeben, wobei davon mit 58,8 Millionen Euro der größte Teil aus Fördermitteln bereitgestellt werden wird. Darunter fallen neben der Augustusbrücke die Bergstraße, die Fortführung der Instandsetzungsmaßnahmen am Blauen Wunder, die Sanierung des Durchlasses Mügelner Straße oder Teilvorhaben vom Projekt Stadtbahn 2020. Darüber hinaus werden 2017 Mittel für die finanzielle Begleitung der Dresdner Verkehrsbetriebe bei Vorhaben wie dem Gleisdreieck Kurbürgner Straße oder der Blasewitzer Loschwitzer Straße bereitgestellt. Für das Umweltamt wurden für die Jahre 2017 bis 2021 Fördermittel von insgesamt 8 Millionen Euro geplant. Dabei handelt es sich vorrangig um Beiträge für den Naturschutz. In Höhe von insgesamt 24,1 Millionen Euro wurden Auszahlungen für die Jahre 17 bis 21 veranschlagt, die im Wesentlichen den Ausbau der Vereinigten Weißeritz und der Gewässer zweiter Ordnung umfassen. Größte Einzelinvestition im Bereich des Sports wird eine Unterstützung für den geplanten Neubau eines Trainingsgeländes für die Fußball und den Nachwuchs der SG Dynamo Dresden in 2018 sein. Flaniert wird dies von einer Förderung der Dresdner Sportvereine entsprechend der Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden in 2017 und 2018 in Höhe von 2,8 Millionen Euro jährlich. Ich will aber auch eines deutlich machen. Die Investitionskraft der Stadt Dresden ist auch ein Garant für die wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Diesen Aspekt vergessen wir leider zu schnell, wenn wir über die Millionensumme einzelner Projekte debattieren. Schaut man sich die Vergabeberichte der vergangenen Jahre an, so wird vor allem eins deutlich. Der größte Teil unserer Investitionen verbleibt in der Stadt und der Region. Der Stadtrat beschließt mit diesem Haushalt deshalb nicht nur ein Investitionsprogramm, sondern auch ein wichtiges Konjunkturpaket für klein- und mittelständische Unternehmen, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für deren Familien. Sehr geehrte Damen und Herren, neben dem vor mir skizzierten Investitionsprogramm möchte ich nun auch einen Blick auf die laufende Verwaltungstätigkeit werfen. Es ist kein Geheimnis, dass wir auf dieser Seite des Haushalts vor allem drei wesentliche Budgetpositionen haben, die sich hervorheben und damit den Verwaltungshaushalt dominieren. Da ist zuerst einmal der Personalkostenetat der Verwaltung selbst. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, ich richte hiermit einen eindringlichen Appell an Sie. Das Personal ist die Basis einer Verwaltung. Es entscheidet über Qualität und Quantität bei der Aufgabenerfüllung, die der Bürger von uns erwartet. Der Personaletat ist keine Verfügungsmasse, aus der vielleicht das ein oder andere politische Projekt noch realisiert werden kann. Zu Recht debattieren wir in diesem Gremium immer wieder Themen, die für den Bürger nicht zufriedenstellend sind. Ich nehme nur einmal drei aktuelle Beispiele. Die Schließung des Bürgerbüros Klotsche, die Kontrollen am Hauptbahnhof oder der Straßenmusiker oder das Anwohnerparken in der Johannstadt. All dies sind keine Themen, wo es der Verwaltung an Willen oder Einsicht mangelt. Es fehlen uns schlichtweg die ausfinanzierten Stellen. Und über die finanzielle Ausstattung des Personals
wird in diesem Rat entschieden. Ich habe deshalb im Entwurf die Personalaufwendung von rund 357,4 Millionen Euro in 2016 um 7,5% auf 384,4 Millionen Euro in 2017 bzw. 392,5 Millionen Euro in 2018 erhöht. Dies eröffnet uns kleine Spielräume in der Personalbewirtschaftung. Werden diese Spielräume beschnitten, fährt die Verwaltung weiter auf Verschleiß. Dies müssen wir verhindern. Sehr geehrte Damen und Herren, der größte Aufgaben- und Ausgabenkomplex stellt natürlich der Bereich Soziales dar. Ansteigen werden zum Beispiel aufgrund der zunehmenden Fallzahl und Fallschwere die Hilfen zur Erziehung. Hier verzeichnen wir eine Steigerung von rund 9 Millionen Euro auf 78,6 Millionen Euro in 2017 und weiter auf 84,6 Millionen Euro in 2018. Wir gehen davon aus, dass es auch in den darauffolgenden Jahren zum weiteren Anstieg der Ausgaben kommen wird. Sowohl das Thema der weiter anhaltend starken Geburten in unserer Stadt als auch die Tarifabschlüsse der vergangenen Monate werden zu einem Anstieg der Zuschüsse in dem Eigenbetrieb Kita führen. Waren dies im vergangenen Jahr noch 159,4 Millionen Euro, prognostizieren wir aus den genannten Gründen einen weiteren Zuschussbedarf von 186,8 Millionen Euro in 2017 und 195,4 Millionen Euro in 2018. Tendenz auch hier weiterhin steigend. Insofern ist zusammenfassend zu sagen, dass die Auszahlungen im Sozialbereich inklusive der Kindertagesbetreuung rund 50% unserer Verwaltungsausgaben absorbieren, mit wachsender Tendenz. So steigen die Ausgaben in diesem Segment von 587,1 Millionen Euro in 2015 auf rund 754,7 bzw. 782,2 Millionen Euro in 2017 und 2018. Diese Ausgaben im Sozialbereich sind wichtig für unsere Stadt, das soziale Gleichgewicht und für die Menschen, die ein Recht auf staatliche Unterstützung haben. Ich weiß, dass die zuständige Bürgermeisterin an vielen Stellen einen höheren Bedarf sieht, als er im Haushalt abgebildet ist. Aber es gilt auch, die Kosten im Sozialbereich in den kommenden Jahren besser zu steuern als bisher. Es kann und darf nicht allein damit getan sein, die jährlichen Zuwachsraten einfach nur als gottgegeben hinzunehmen. Dies muss dazu führen, dass andere Geschäftsbereiche auf große Teile ihres Budgets verzichten müssten. Ich hoffe sehr, dass es uns gemeinsam gelingt, diesen Kraftakt zu bewältigen und die Balance zwischen notwendiger Hilfe und Steuerung der Ausgaben zu finden. Sehr geehrte Damen und Herren, an diesem Punkt bewahrheitet sich aber auch ein Wahlkampfslogan, der wahrscheinlich von fast jeder Partei so oder so ähnlich schon abgedruckt wurde. Sozial ist, was Arbeit schafft. Ein wichtiger Grundpfeiler der Dresdner Wirtschaft ist der Bereich Kultur und Tourismus. Aus diesem Grund will ich den Basisetat für das Stadtmarketing im kommenden Doppelhaushalt um 1 Million Euro auf rund 3,4 Millionen Euro aufstocken. Wir sind in einer sehr schwierigen Situation für unsere Tourismus- und Kongressbranche. Wir müssen als Stadt gegensteuern und wieder Wachstum generieren. Und seien Sie versichert, mir geht es dabei nicht um die Gewinnmaximierung von Hotelketten. Mir geht es in erster Linie darum, dass wir Arbeitsplätze vor allem im Facharbeitersektor erhalten und ausbauen. Dies ist auch ein Beitrag sozialer Politik zu gestalten. Der Dresdner Stadtrat hat er sich entschieden, gleich zwei kulturelle Großprojekte auf den Weg zu bringen, mit allen damit verbundenen Risiken. Jetzt sind Kraftwerk Mitte und Kulturpalast kurz vor der Fertigstellung. Und es sieht so aus, als ob wir es tatsächlich ohne Kostenexplosion und ohne Zeitverzug meistern werden. Das kann und darf alle mit Stolz erfüllen. Nun gilt es aber auch, diese Institutionen ausreichend auszustatten und in Betrieb zu bringen. Aufgrund dessen werden die Ausgaben
im Kulturetat im Doppelhaushalt 2017-2018 von derzeit rund 91 Millionen Euro auf dann jeweils rund 100 Millionen Euro ansteigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist, denke ich, deutlich geworden, dass wir dem Baustein Bildung einen zentralen Stellenwert in unserem Investitionshaushalt eingeräumt haben. Es hat gute Gründe mit ganz aktuellem Bezug. Der beste Schutz vor Extremismus, und das gilt für alle Kinder und Jugendliche, ob nun Migrant oder nicht, ist die Investition in Bildung. Es gäbe an dieser Stelle noch einiges zu sagen. Es gibt Themenfelder, die ich überhaupt nicht angeschnitten habe und die dennoch von großer Bedeutung sind. Deshalb freue ich mich auch, dass wir in den kommenden Wochen eine intensive Debatte führen werden. Der Haushalt ist ein großes Projekt der Verwaltung. Daher danke ich meinen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern für die gute Zusammenarbeit. Mein Dank geht ebenso an die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachämtern und mein ganz besonderer Dank geht an die Kämmerei, die dies immer alles zusammenhalten muss und wie immer geschafft hat, den Haushaltsentwurf rechtzeitig und mit der gewohnt hohen Qualität fertigzustellen. Ich freue mich sehr, dass ich als Oberbürgermeister die Gelegenheit hatte, meinen Beigeordneten die Gestaltungsfreiheit mit der Hoheit über ihr Budget zu geben. Es bedeutet ein großes Stück Freiheit, aber auch ein großes Stück Verantwortung. In diesem Sinne, ich wünsche uns und Ihnen in den nächsten Wochen eine zielführende und gute Beratung zum Haushalt 2017-18 und der Mittelfristplanung. Vielen Dank.